Willkommen in der Hygienediktatur, liebe Freunde. Ich habe gerade die Pressekonferenz der Berliner Polizei gesehen und das wird ziemlich haarig an diesem Wochenende, denn Berlin wird wahrscheinlich abgeriegelt. Also was der Polizist bzw. die Polizeipräsidentin da kundgetan haben heute um 12 Uhr bzw. jetzt ist es 12:30 Uhr, ist wirklich unfassbar. Da sträuben sich einem die Haare. Aktuell steht ja noch nicht fest, ob die Demo nun doch gerichtlich stattfinden darf oder nicht. Die Polizei hat aber laut eigenen Aussagen sich auf verschiedene Varianten vorbereitet. Sollte das Verbot aufrechterhalten bleiben, dann wird die Polizei, so hat sie heute bekannt gegeben, sämtliche Stellen in Berlin besetzen, sodass kein Teilnehmer an diese neuralgischen Stellen herankommt. Ich spreche jetzt vom Brandenburger Tor, von der Straße des 17. Juni, Großer Stern, unter den Linden, offenbar auch Alexanderplatz und Rosenthaler Platz. Also das wird alles hermetisch abgeriegelt und von der Polizei besetzt, wurde heute bekannt gegeben, damit die Teilnehmer dort sich nicht versammeln können. Das ist echt Wahnsinn, was hier passiert in Berlin, in Deutschland, in dieser Republik. Ich habe auch selbst schon gesehen, dass sie überall Absperrgitter aufgestellt haben, im Bereich des Brandenburger Tores, aber auch 17. Juni oder hier Friedrichstraße, wo sie sich dann treffen können unter den Linden, denn dort war ja eigentlich der Beginn der Demo vorgesehen, morgen gegen 11 Uhr. Also man will auf jeden Fall verhindern, dass sich die Menschen irgendwo treffen können. Aber jetzt kommt der Hammer. Der Polizeipräsident wurde auch befragt, was denn jetzt mit den Leuten ist, die nach Berlin reisen, anreisen, ob die auch schon vor der Stadt sozusagen gestoppt wird. Und da hat er gesagt, ja, sie würden an verschiedenen Autobahnausfahrten etc. vereinzelt oder auch mehr Kontrollen durchführen und dort checken, ob die Leute aus touristischen Gründen nach Berlin kommen oder ob sie an der Demo teilnehmen wollen. Also ich meine, das ist völliger Irrsinn, was da abläuft. Also Checks an Autobahnen, Ausfahrten und auch auf der Autobahn. Es wurde also gesagt, dass man da nicht jedes Auto kontrolliert, aber da, wo auffällig ist, dass es vielleicht zu einer verbotenen Demo fahren will, dort wird angehalten und nachgeforscht und der Fahrer bzw. der Bus am Weiterfahren gehindert. Ich habe richtig gehört, also ich komme mir vor wie in einer Diktatur. Mehr noch, es wurde bekannt gegeben heute auf der Polizeipressekonferenz ebenso, dass die Polizei über Listen von Busunternehmern verfügt und sollte das Verbot bis morgen Bestand haben, sie die Busse erst recht am Abfahren hindern wird. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt Listen von Busunternehmen, die offenbar der Polizei bekannt sind, die Demonstranten nach Berlin demonstrieren sollen und die werden, wenn das Verbot morgen bis morgen noch Bestand hat, am Abfahren gehindert oder sollen zumindest am Abfahren gehindert werden. Also da bleibt einem wirklich der Atem weg, wenn man. Das ist mit einer Normalität vorgetragen worden, die also wirklich unvorstellbar ist. Unvorstellbar. Also, wir halten fest, die neuralgischen Stellen in Berlin werden alle abgesperrt. Die Polizei hat gesagt, sie wird diese Stellen sogar besetzen, um zu verhindern, dass Teilnehmer oder überhaupt irgendwelche Leute, die demonstrieren wollen, an diese Stellen geraten. Wir werden also ein Szenario haben. Sollte das Verbot weiter stattfinden bis morgen, dass sich die Menschen in den Seitenstraßen irgendwie treffen und auch drängeln und dass es da zu einem ziemlichen Chaos gibt. Und das haben wir ja schon mal erlebt bei den ganzen Demos, auch hier während des Lockdowns in Berlin. Dort wird sich die Polizei dann wahllos irgendwelche Leute rausgreifen und verhaften, beziehungsweise festnehmen. Abtransportieren, haben wir auch alles schon erlebt. Da haben sie ja schließlich Erfahrung drin, wie man sowas macht. Und das sind zum Teil ja gräußliche Szenen. Damit will man dann offenbar abschrecken. Für die zweite Variante, dass also die Demo zugelassen wird, wurde bereits angekündigt, dass man also darauf achten wird, ob die Hygieneregeln eingehalten werden. Und da es da viele Maskenverweigerer gibt und so weiter und auch im Hinblick auf das, was beim letzten Mal passiert war, ich meine, es ist ja bei einer Demo nie ganz auszuschließen, dass mehrere Leute etwas dichter zusammenrücken oder zusammengehen.
sodass man dort auf jeden Fall, wenn die Demo gerichtlich nun doch stattfinden darf, immer wieder Gründe findet, diese dann sofort aufzulösen. Und das wurde eben heute auf der Pressekonferenz der Polizei in Berlin auch, also ganz offen gesagt und auch schon angedroht. Also wenn da die Vorschriften, sollte die Demo stattfinden dürfen, wenn da die Vorschriften nicht eingehalten werden, werden sie sofort hart und mit allen verfügbaren Maßnahmen eingreifen. Zusatz hat er noch gesagt, aber unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Da sind wir mal sehr gespannt, wie das zu verstehen ist, denn da gibt es ja immer mal so ein bisschen Tumulte, dieses, jenes. Manche Leute wehren sich ja auch oder wollen nicht vom Platz, wollen nicht von der Straße. Dann kommt die Polizei und nimmt sie dann mit Gewalt, zerrt sie dort runter. Also wir haben es jetzt hier mit zwei verschiedenen Varianten zu tun. Es bleibt ja immer noch zu hoffen, dass die Gerichte die Demo ja zulassen. Aber dann, wenn sie zugelassen wird, dann wird die Polizei mit allen Mitteln durchgreifen, um die Hygienestandards in Anführungsstrichelchen zu wahren. Und sollten die nicht gewahrt werden, dann wird das Ding wohl auch verboten. Das ist eben also heute auf dieser Pressekonferenz in aller Deutlichkeit gesagt worden. Und die zweite Variante ist eben, bleibt das Verbot bestehen, dann wird die Stadt hermetisch abgeriegelt. Also alle neuralgischen Plätze, alle Plätze, die also in den Chatgruppen und überhaupt von den Demonstrationsanmeldern genannt wurden, dort ist die Polizei vor Ort. Und er hat auf der Pressekonferenz es wörtlich gesagt, die Polizei wird diese Orte besetzen. Sie wird sie nicht nur absperren, sie wird sie sogar besetzen. Also es fehlen einem die Worte, es bleibt einem die Spucke weg, es wird ein sehr chaotischer Tag schon heute Abend. Da ist ja auch am Brandenburger Tor bereits eine Veranstaltung angekündigt ab 17 Uhr. Die darf, Stand jetzt, auch nicht stattfinden. Alles verboten. Es gab vor dem Reichstag offenbar auch noch so ein Zeltcamp oder so. Das haben sie auch schon geräumt. Also das wird eine ziemlich haarige Angelegenheit hier in Berlin. Und ich kann alle Leute, die heute anreisen und morgen kommen, nur auffordern, also extrem gewaltlos zu sein und im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Situation nicht eskalieren zu lassen. Denn das ist das, worauf die Polizei ja nur wartet. Das kam heute und eben auf der Pressekonferenz auch zu Wort, dass sie eine gewisse Gewaltbereitschaft wohl identifiziert haben und sich da eben auch entsprechend darauf vorbereiten, dass da wohl einzelne Leute wären bei der Demo, die gewalttätig sein könnten. Dafür gibt es überhaupt keine Beweise. Bei allen Demonstrationsaufrufen, die ich kenne, wurde gleichzeitig auch nach Frieden gemahnt und eben, dass man da gesittet vorgeht. Aber man versucht natürlich jetzt da so einen Teufel an die Wand zu malen, die bösen Demonstranten, die zum Teil auch gewalttätig werden. Und dann gibt es noch den letzten Punkt, dass es ja viele Einzelanmeldungen gab von Versammlungen. Und da hat die Polizeipräsidentin hier in Berlin gesagt, dass es über 6.000 waren. Und das seien allerdings nur so Textbausteine gewesen, könne man ja gar nicht ernst nehmen. Und da hat sie wörtlich gesagt, wenn das dann mehr als zwei Leute sind, dann würden sie das auch auflösen. Also diese Strategie, also eigene Versammlungen anzumelden, scheint im Moment nicht so ganz aufzugehen. Die Polizisten und die Polizei wissen natürlich dann, an welchen Orten diese Einzelteile der Einzeldemonstrationen, die Einzelversammlungen angemeldet sind. Und da werden sie natürlich auch vor Ort sein, werden genau hinschauen, sind Hygieneregeln eingehalten, die Masken und so weiter. Also es ist ein einziger Wahnsinn. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass dieses Wochenende die Republik verändert. Sehr gespannt sein dürfen wir auf das, was die Medien vermelden. Die versuchen das ja auch immer nur in eine Richtung zu drängen, genauso wie unser Innensenator, auf den das ja alles zurückgeht, den Andreas Geisel, der vor Reichsbürgern und Rechtsextremen warnt. Dazu kann ich nur sagen, der einzige Reichsbürger, den ich kenne, der sitzt in der Klosterstraße hier in Berlin und das ist der Innensenator. Schaut euch mal das Gebäude an, das passt ganz gut zu ihm. Also das, was er hier an Demokratie,
alles kaputt macht, zerstört und so weiter. Das ist doch eine Blaupause, wahrscheinlich auch für die Zukunft. Da können Sie immer sagen, ja, es geht um die Infektion oder sonst irgendwas und alles verbieten. Aber das, was Sie jetzt machen, hat Deutschland so noch nie gesehen. Ich bin sehr gespannt, ob Sie tatsächlich diese Autobahnkontrollen machen oder Ausfahrtkontrollen hier vor Berlin und so weiter. Wahrscheinlich kontrollieren Sie auch Züge. Also macht euch auf alles gefasst, kommt trotzdem, es wird ein spannendes Wochenende.